Jo, hallo Leute, herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe mal wieder eine Mutterkreuz-Sendung in Angriff genommen. Und der Aufreger der Woche bzw. der letzten Zeit war ja die Story um die Honey Badgers, das Honey Badger Radio, die Gruppe, die bei der Calgary Expo nicht reingekommen sind. Und zwar, ja, weil sich einer von denen schon im Vorfeld da wohl geoutet hat als Männerrechtsaktivistin. Und ja, dann sind sie eben wegen Harassment, wegen ja, störendem Verhalten oder erwartetem Störverhalten ausgeschlossen worden. Ja, soweit so schlecht. Hatten vorher auch ein bisschen Geld gesammelt dafür. Was sie damit machen, weiß ich nicht genau, müsste man sich das mal anhören. Auf jeden Fall sind die, wie gesagt, rausgeflogen. Das war so ein bisschen der Aufreger die Woche unter den Ami-MGTOWs bzw. den Worldwide. Und ja, um die junge Frau ging es hier vor allen Dingen, die hatte das. Die hatte sich praktisch zu Wort gemeldet da in dieser Runde im Vorfeld. Und ja, berichtet dann in diesem Video, wie sie sich im Prinzip erneut ausgeschlossen fühlt, wie sie schon früher als Mädchen in einer reinen Jungenschule ausgegrenzt wurde, was ich mir dann durchaus auch vorstellen kann. Ja, aber jetzt machen im Prinzip hier die Frauen von der Comic Connection in Calgary oder Comic Con in Calgary das Ähnliche, dasselbe mit ihr. Das ist natürlich niederschmetternd sozusagen für sie. Finde ich nachvollziehbar. Das sieht aber nicht jeder so. Und zwar gab es hier unter anderem diesen John the Other, heißt der, glaube ich, der sich dazu geäußert hat. Ja, dass er jetzt mal nicht sozusagen in die Opferrolle verfallen soll, ist natürlich ein Punkt, aber eigentlich auch kein besonders großer, weil wenn man dann in dem Fall mal Opfer wirklich ist, dann ist es auch nicht mehr einfach nur eine Rolle. Ja. Und da gab es auch entsprechende Kommentare zurück. Ja, nicht nur hat dann auch dieser John The Other ein Video gemacht, sondern auch verschiedene andere, unter anderem Skeptor, hat ein Video gemacht, die Allison eben zu unterstützen und ja, dagegen zu protestieren mit einem eigenen kleinen Videoanteil. Ja, genau, dann hatten sie noch eine Aktion draußen im Park, weil sie sind ja nicht reingekommen in diese Veranstaltung. Und ja, und die Veranstaltung im Park wurde dann auch gesprengt, beziehungsweise da wurde dann die Polizei hingeschickt. Finde ich ganz schön krass auch auf jeden Fall. Hier ist der Honey Badger. Don't cry, meinte er. Finde ich ein bisschen hart auf jeden Fall. Und wie gesagt, hat er auch entsprechend blöde Sprüche dafür gekriegt. Unter anderem von dem Kollegen Dr. Rando Mercam, kann mich erinnern, kam da was. Ja, der hat auf jeden Fall gesagt, ja, ihr keep scratching your head schon. One day you might find something in your head. Ja, das war einfach eine komische Kritik. Wie auch immer, also diese Allison zu unterstützen, ist möglicherweise sinnvoll, aber es gibt eben auch kritische Stimmen, die sagen, das wäre eben nicht sinnvoll, weil eben sozusagen die Frauen da einem immer in den Rücken fallen würden. Das finde ich ein bisschen harsch. Und darum geht es auch so ein bisschen heute. Was zieht man sich an Inhalten? Was ist zu hart und was sollte man vielleicht besser sogar komplett meiden? Die Allison zu unterstützen ist sicher so eine Sache. Gehe ich nochmal drauf ein. Kollege Stapel Chips hatte auch die, wie hieß sie gleich noch, diese andere, hier, Alexandra Blue, wurde unterstützt, die Geld sammelte für eine Reportage über Männerrechtsgeschichten, wo man aber natürlich nicht weiß, was das für ein Ergebnis bringt. Also das zu unterstützen ist möglicherweise ein bisschen heikel gewesen, aber das hat man ihm ja auch dann reingeschrieben in seinem Video. Aber der Versuch an sich ist natürlich löblich, ne? Also grundsätzlich kann man ja nichts dagegen sagen, dass da auch Frauen
sich engagieren. Im Gegenteil, dann müssen wir im Prinzip mit offenen Armen auch entgegenstehen, weil auch die den natürlich größeren Einfluss auf ihre Geschlechtsgenossinnen haben. Ja, diese Alexandra Bluter zu stützen, ist so eine Frage gewesen. Auf also jeden Fall fraglicher als die Allison, sagen wir mal. Hier von Dr. Emsling. Ja. Sie hat nicht das Opfer gespielt, jetzt wurde gebannt. Ja, ist jetzt aber dann im Prinzip dann trotzdem das Opfer. Ja, sich über die Opferrolle zu beklagen, obwohl man kein Opfer ist eine Sache, und sie war ja wirklich Opfer. Und beklagt eben nicht dann nur die Opferrolle, sondern das Verhalten tatsächlich eben. Und da gibt es dann schon einen Unterschied. Ja, und da man ja auch nie genau weiß, wer jetzt wirklich welches Ziel verfolgt. Also ob die Alexandra Bluder zum Beispiel eben eine Art Satire verfolgt oder machen wird oder ja, was anderes Negatives im Sinn hat, das weiß man ja im Vorfeld nicht. Und das merkt auch nicht unbedingt jeder, beziehungsweise diese Assoziation hat auch nicht jeder. Und genauso ja, muss man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein, was man sich so anguckt. In letzter Zeit sind einige neue YouTuber aufgetaucht, die ja doch sehr negativ einfach über Frauen reden, und darum geht es nicht unbedingt, ne? Darum geht es eigentlich den Männerrechtsaktivisten nicht, auf Frauen rumzuhacken sozusagen. Und dazu gehören zum Beispiel diese Spessnaz Videos, habe ich gar nicht drin, weil ich die auch nicht gucke. Spitznass, ja, der wird ja, ja hier wieder. How women argue, how the female brain works, explaining the matrix. Okay. A story about lack of empathy in women. Ja, darum geht's nicht. Ja, Frauen sind, wie sie sind, und da kann man natürlich dran hadern. Aber das hat nichts mit Männerrechtsaktivismus, und das hat auch nichts mit Rechten an sich zu tun und mit dem, um was es da geht. Ne? Also es sind eine ganze Menge Sachen dabei, und da sind vor allem auch von diesem, hier ist jetzt keiner von den Spessern, glaube ich, bei, aber was auch immer. Was hast du denn hier in den Kanälen drin? MGTOW United, MGTOW Psych, Truth oder die ist in Ordnung. Meow, MGTOW, aber sind da eben auch immer wieder welche dabei. Die sind komisch, und dazu gehört auch unter anderem dieser Sandman hier, ja. Der Sandman, das habe ich, im Prinzip bin ich so ein Hi bisschen, everyone, Sandman here. bin ich über ihn eigentlich erst auf diesen ganzen Trichter hier gekommen, beziehungsweise sind mir die ganzen MGTOWs erst so richtig über den Weg gelaufen. Andererseits muss man sagen, es ist auch totales Marketing-Geblubber, was er da immer ablässt, ne? Also es ist auch immer das Gleiche, also irgendwie was mit Weibern auch und Strich MGTOW. Hier, Dating a Feminist, Strich MGTOW. Death of Common Law Marriage, Strich MGTOW. Billionaire World, Strich MGTOW. Bla bla bla, Strich MGTOW. Und so weiter und so fort. Das ist halt so eine Masche. Und diese ganzen Bilder und auch die Behauptung immer in seinen Videos, dass da irgendwelche Leute ihn. Dass da irgendwelche Leute ihm ja, Geld für überweisen. Ja, hier, das ist von East Africa und möchte gerne wissen, bla bla bla. Und der Sandman macht das dann, weil er so ein netter Typ ist und so. Und er bezahlt hat Geld für die Bilder, die er da in den Videos benutzt. Und deswegen sagt er, er braucht sowieso auch Geld. Und also, es ist so eine Businessmasche. Da sollte man vielleicht auch ein bisschen aufpassen. Bei diesem Mundane Mad hatte ich auch eine Weile den Eindruck, aber davon bin ich ein bisschen ab. Wenngleich das bei dem vielleicht einfach nur eine Mischung ist. Der macht das ernsthaft und verdient einen Markt damit. Aber darauf wollte ich auch mal hingewiesen haben, dass solche Leute eben wie Sandman oder diese Spessnaz, wie sie heißen, habe ich jetzt gerade nicht gefunden, Hi everyone, Sandman here. dass die ein bisschen auf dem falschen Pfad sind. Es geht nicht darum, wie gesagt, über Frauen zu schimpfen. Und da gab es, wie gesagt, sind mir einige andere noch über den Weg gelaufen. Ja, eigentlich, hier ist er ja. Und zwar zum Beispiel von Isley Pretty Lines, Evidence Standards, also die Standards für Beweise. Und Detractors sind welche, die einen ablenken von den wahren Sachen, von den wahren Inhalten, von den wichtigen. Hier zum Beispiel auch nochmal ein Video von Isley Pretty Lines, der darauf eingeht,
warum man Sandman nicht trauen sollte, eben diese Geschichte. Mit der Werbung da mal ein bisschen auf offenlegt. Hier nochmal von No No No. Hier nochmal mal schon. Achso, okay. Nein, nein. Ja, aber abgesehen von diesem You Shouldn't Trust Sandman gibt es unter anderem auch noch hier, da bin ich so mal Einstieg, hier ist Sandman Back from Metal. Saying that that Sandman is producing a cheap mass-produced product and slapping a MGTOW label on it. Shows you're still involved with the whole I need to somehow pay attention to the female, etc. True MGTOW moved beyond that. So, what does that actually entail? It's not about bitching about women, and it's a lot more rigorously defined than bachelorhood. I mean, yes, dedicate oneself to personal excellence in a realm that has very little to do with what is conventionally regarded as virtuous, you know? Ja, hört sich an. Setzt euch an und bildet euch vielleicht eine Meinung dazu. Ich finde es relativ wichtig, dass man sich nicht sozusagen ja, der falschen Anschuldigung schuldig macht. Und da sind einige bei und auch, dass man diesen Lebensstil so promotet wie der Sandman, das kann man durchaus kritisch sehen. Und ja, meine Anregung dazu ist einfach, dass man aufpassen sollte. Aber ihr könnt das auch gerne ausdiskutieren in meinen Kommentaren hier. Abschließend wollte ich euch nochmal diesen Weltartikel hier vorstellen. Oder vielleicht einfach mal kurz vorlesen, weil der voll geil ist. Meinung: Als Frau ekelt der Feminismus mich an, die Welt. Foto, Picture Alliance, Geisler Foto. Der Feminismus hat sich selbst abgeschafft, jetzt müssen sich die Frauen selbst kümmern und nicht mehr nur aus Prinzip quengeln. Das findet auch dieser Gegendemonstrant auf dem Frauenkampftag in Berlin. Ich bin keine Feministin, ich bin Egoistin. Ich weiß nicht, ob man im Jahr 2015 in Deutschland den Feminismus braucht, ich brauche ihn nicht. Er ekelt mich eher an. Feminismus klingt für mich ähnlich antiquiert wie das Wort Bandsalat. Ich habe einfach selbst noch nie erlebt, dass Frausein ein Nachteil ist. In einem Land, in dem der mächtigste Mensch eine Vagina hat, wird Frauenquote für mich immer ein bisschen nach Vorteilsbeschaffung riechen. Das Gendern der Sprache finde ich ausgesprochen hässlich. Wenn Firmen ihre Produkte mit nackten Frauen bewerben, halte ich das für gerechtfertigt. Offensichtlich gibt es ja den Markt dazu. Ich finde den Hashtag Aufschrei albern. Ein Mann sagte mir, ich könnte gut ein Dirndl ausfüllen, halte ich für einen etwas mageren Plot für ein ganzes Buch. Ich möchte lieber keine Feministin sein. Aber du musst doch mal an die anderen denken, flötet mir der Feminismus zu. All die alleinerziehenden Mütter, all die Frauen, die immer noch unterbezahlt werden. Das irritiert mich. Früher hat sich der Feminismus doch durchgesetzt, weil die Frauen, die mürrisch auf die Straße gingen, selbst betroffen waren. Sie kämpften nicht für eine obskure dritte Instanz, sondern für sich selbst. Mittlerweile ist der Feminismus eine Charity-Aktion für unterprivilegierte Frauen geworden, nur noch Symptom einer Empörungskultur, die sich fester an die Idee der Gleichheit klammert als jedes kommunistische Regime. Gleichheit und Gerechtigkeit ist für den Feminismus ein 50% Frauenanteil, außer bei Scheißjobs. Wenn insgesamt mehr Männer als Frauen mit Buchpreisen ausgezeichnet werden, ist mir das völlig egal. Mir ist mein Glück wichtig. Dafür kämpfe ich. Nicht für die Planwirtschaft einer 50% Ideologie. Netzfeminismus, die gestörte Tochter des Birkenstock-Feminismus. Ich kenne viele erfolgreiche Frauen. Keine von ihnen ist Feministin, weil sich keine von ihnen je in einer Opferposition gesehen hat. Die Feministinnen, die ich kenne, sind hingegen Studentinnen oder schreiben in der Zeitungen darüber, dass sie trotz Studium keinen Job finden. Vielleicht liegt meine Abneigung gegenüber dem Feminismus an den aktuellen Vertretern. Das Emma-Magazin fordert eine Frauenquote im Cockpit, weil Männer eher zum Amoklaufen neigen würden. Das ist so weltfremd, dass man die Autorin eigentlich nur fest in den Arm nehmen möchte.
Der Feminismus hat das Los eines engagierten Nachhilfelehrers gezogen, der seine Arbeit so gut erledigt, dass er seine Notwendigkeit abschafft. Jetzt windet sich der Feminismus und sucht sich panisch die Probleme, für die er doch so hübsche Lösungen hätte. Die Alternative zum senilen Birkenstock-Feminismus findet sich im Internet, der sogenannte Netzfeminismus, die etwas gestörte Tochter des traditionellen Feminismus. Sie leidet unter der Übermutter und kämpft verstörend inhaltsleer um Klicks und Unterstriche in der deutschen Sprache. Foto, privat will keine Feministin sein, Weltredakteurin Ronja von Rönne. Das stimmt überhaupt nicht, mischt sich der Netzfeminismus ein. Im Gegensatz zu meiner uncoolen Waldorfmutter bin ich total trendy und Nadie. Hashtag Nadie. Die Sternchen am deutschen Netzfeminismus-Himmel sind junge Menschen, die Katzenmemes, politische Korrektheit und niedliche Dinge stricken, zu ihren Interessen zählen. Hihi, kichert der Netzfeminismus, wir sind voll ironisch. Ich möchte lieber keine Feministin sein. Inhalte hat der neue Feminismus abgeschüttelt, die Latzhosen in den Altkleidercontainer geworfen, sich einen Twitter-Account angeschafft. Frauenrechte sind zur Performance geworden, Entrüstung zu Hashtags. Deutsche Ableger der Femen zeigen Brüste, der Kampf um Aufmerksamkeit ist hart, wenn die Dringlichkeit nicht für sich spricht. Der Feminismus kämpft an allen Fronten, aber nicht mehr für Gerechtigkeit, sondern um Aufmerksamkeit. In der Zwischenzeit machen die Frauen, die sich um den Feminismus nicht scheren, Karriere. Das ist über einen Kamm geschoren. Das ist subjektiv, das ist mein Eindruck. Das Bild vom bösen Chef, der seine Sekretärin lieber ein bisschen angrabbelt als befördert, erscheint mir fremd wie eine Welt, die ich nur aus Loriots Sketchen kenne. Wirtschaft ist nicht niedlich. Aber guck mal, ich will doch nur, dass Männer und Frauen gleich viel verdienen, quengelt der Feminismus und schiebt die Oberlippe vor, das ist doch voll wichtig. Mir ist das nicht wichtig. Mir ist wichtig, dass ich so viel verdiene, wie ich für angemessen halte. Wenn ich mich benachteiligt fühle, stelle ich direkte Forderungen und keinen Antrag auf eine Gleichstellungsbeauftragte. An die Stelle des Kampfes um Frauenrechte ist schon lange der Kampf des Individuums um sein Glück getreten, aber das wird nicht gerne gehört, das ist egoistisch und unromantisch, das Feindbild nicht klar und die Fronten diffus. Für sich selbst kämpfen macht keinen Spaß, man malt nicht gemeinsam Plakate, man retweetet sich nicht. Man kann dann keine Angry Vitamin mehr für sein Versagen verantwortlich machen. Langweilig, ruft der Feminismus dazwischen. Ich glaube, dass das Einkommen keine Frage des Geschlechts ist, sondern ob man sich Geschlechterklischees entsprechend verhält. Eine Frau, die ihren Puppenhaustraum vom eigenen Café wahrmachen möchte und dabei an selbstgebackenen Karottenkuchen denkt, wird weniger verdienen als ein Mann, der sich vornimmt, in der Gastronomie Karriere zu machen. Wirtschaft ist nicht niedlich. Aber es macht so Spaß, für etwas zu kämpfen, ereifert sich der Netzfeminismus und verheddert sich in einer Online-Petition mit dem Titel Einhorn-GIFs und Equal Pay. Vielleicht gebärdet sich der deutsche Feminismus, ob kruder Emma-Text oder online, deswegen so seltsam, weil er weiß, dass er im Sterben liegt, dass er nicht mehr richtig gebraucht wird, dass es immer mehr eine Frage des Selbstbewusstseins und nicht des Geschlechts ist, eine Gehaltserhöhung zu fordern. Wir leben in einem Land, in dem der Einzelne für sich kämpft. Aufrechte Haltung hilft. Gendern nicht. Der Feminismus bleibt im Flur stehen und beschwert sich, dass Frauen keine Türen offen stehen. Bis irgendwann eine Frau kommt, über den zeternden Flurfeminismus steigt und die Tür selbst aufmacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss.